So. Fast Level 14, aber wir haben auch gleich halt wieder Tageswechsel. Da wird das erstmal wieder ordentlich nach unten brechen. Aber wenn man halt genug Kohle hat, also man kann schon recht gut trainieren darüber. So, 116 gewonnen, 117 verloren, hat sich ja gelohnt. Hm. Hier sind wir auch wieder abgefallen, schade. Und heute ist auch definitiv der Kampf. Das heißt, ja, müssen wir noch ein bisschen nachtrainieren. So, das kriegen wir nicht mehr auf Level 14 heute. Das glaube ich nicht. Aber das kriegen wir auf Level 9 nochmal. Das sollte machbar sein. Jawohl, immer schön auf den Sandsack drauf. Gibt's ihm ordentlich. Und davon viel. Und Level 9 erreicht. Perfekt. So, dann würde ich fast denken, gleich nochmal aufs Laufband. In Hoffnung, dass das wieder effektiv ist. Schauen wir mal. Wenn das dann nicht mehr wirkt, dann können wir nochmal aufs Springseil gehen hier. Jawohl. Laufband funktioniert erstmal. So, und jetzt müssen wir gleich umzwitschen, denke ich. Jawohl. So, das hätten wir. Dann bitte nochmal einmal Seil hüpfen. Das gibt ja für beides Punkte. Das ist ganz nett. Aber hier tun wir zumindest erstmal gut vorbereiten, denke ich, auf Level 14. Das sollten wir irgendwie schaffen. Das sollte möglich sein. Wir haben auch gleich wieder Hunger. Gut, dann werden wir uns als nächstes in den Kampf stürzen, denke ich. Jawohl. So, Kämpfe. Gegen 4712. Uiuiui. Da bin ich auch gespannt, ob wir den hinkriegen. So, Halsabschneider. Erhöht die Energiekosten für alle Talente deines Gegners. Das ist natürlich was richtig, richtig Nettes. Ich würde fast sagen, dass wir das dafür rausnehmen und das dafür reinnehmen. Ja, schauen wir mal. Kostet uns allerdings selber 8 Energie. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Wir werden es herausfinden. Okay, da hat er den Malus kurzzeitig gehabt. Aber auch nur kurzzeitig. Ja, wir verlieren halt auch ordentlich Energie. Komm, nochmal diesen Malus bitte drauf. Jawohl. Sehr gut. Und da haben wir ihn hingelegt. Wunderbar. Und am besten gleich nochmal hinterher. Schön drauf auf die Fresse. Auf. Ah, nicht hinlegen. Okay, auch Schwein gehabt. Gut, wir teilen auf jeden Fall gut aus. Das ist schon mal ganz nett. Das Problem ist gerade nur, dass wir eigentlich auch diesen Aussetzen-Skill bräuchten. Nehmen wir mal den lieber rein, nur auf Nummer sicher. Den seine Energiekosten, das kriegen wir vielleicht schon irgendwie in den Griff. Hauptsache wir kriegen uns erstmal in den Griff. Leg ihn hin, komm, er liegt gleich, komm, einmal noch. Ach, wie er nicht will. Komm. Okay, wir kriegen ihn nicht hingelegt, aber wir probieren es weiter. Immer nochmal drauf, komm, nochmal nachsetzen. Er verbraucht auf jeden Fall selber massig Energie, wenn er mal zuschlägt. Aber wir halt auch, das ist das Problem. Komm, einmal noch. Ja, er will nicht so richtig. Ja, und da haben wir uns hingelegt. Scheiße, das ist nicht gut. Aber er hat nicht viel regenerieren können in der Zeit. Okay, es ist noch etwa ausgeglichen. Ja, müssen wir halt versuchen, dran zu bleiben. Komm. Ja, pass auf dich auf, Junge. Teil ihm lieber aus. Und lass ihn die Energie natürlich gut verbrauchen. Das ist gut, wenn er halt schlägt. Jawohl, und da haben wir ihn hingelegt. Sehr gut, und da haben wir schön generiert. Jetzt haben wir es, glaube ich, in Sack und Tüten, aber das hat man, glaube ich, vorher auch schon. War nur noch eine Zeitfrage. Und da kriegen wir $200, Leute. $200. 70 Happiness und 10 Talentpunkte. Sowie 15 Punkte für die Liga. Sehr schön. Wunderbar. Gut, wir müssen auf jeden Fall erstmal Essen kaufen. Da fahren wir mal zum Supermarkt. Hey Abu, verkauf uns mal ein paar Schnitzelchen. Da ist unser Kühlschrank nämlich fast leer davon. Okay, ansonsten haben wir alles. Das sollte soweit in Ordnung gehen. Dann ab nach Hause. Und erstmal ordentlich mampfen. So, die sparen wir mal auf. Wir investieren hier mal ein bisschen was. Ja, geht auch irgendwie. Dauert halt länger und kostet halt mehr. Aber gut, ein bisschen Kohle haben wir ja, von daher passt schon. Stadtkarte. Und dann müssen wir auf jeden Fall trainieren. Mit dem Bus, denke ich mal. Ja, fahren wir mit dem Bus. Und ab ins Fitnessstudio. So, wunderbar. Was machen wir zuerst? Theoretisch Geschick. Sofern es effektiv ist. Werden wir gleich sehen. So. Jawohl, okay, das funktioniert erstmal. Das ist ganz gut. Dann werden wir hier wieder den Zirkel, denke ich, machen. Erstmal als nächstes auf den Sandsack draufhauen. Aber wir haben es auch gleich auf Level 14. Aber es wird natürlich ordentlich sinken dann beim Tageswechsel.
Oh, und das läuft aber gut. Das sieht gut aus. Jawohl. So, eigentlich bitte noch ein bisschen. Weil es ist noch effektiv. Noch, aber gleich nicht mehr. Genau. So, dann an den Sandsack bitte ran. Da trainieren wir Gott sei Dank alles. Weil natürlich nur die zwei Werte entscheidend sind. Gut. Level 10 wäre natürlich auch sehr nice hier bei der Ausdauer. Ich glaube, da sind wir halt noch ein bisschen besser geschützt. Oh, warte mal. Umzwitschen ist nicht mehr effektiv. Oder direkt erstmal aufs Springseil drauf. Jawohl. Weil hier, wie gesagt, Level 14 wäre schon wirklich was Nettes. Und wir haben es auch gleich. Wir sind gleich da. Guck mal, Leute, das kriegen wir hin. Und, komm, ein bisschen noch. Streng dich an, gib dir Mühe. Gib alles, zeig alles. Jawohl, Level 14. Nur vorübergehend, beim Tageswechsel wieder futsch, das ist klar. Aber erstmal erreicht. Das ist ja nicht ganz so ohne, oder? So, wunderbar. Hier das noch auf Level 10. Ich denke mal, wenn wir das auf Level 10 haben und das vielleicht auf Level 15, dann können wir es mit der Profiliga nochmal probieren. Dann wäre es vielleicht sinnvoll. Bis dahin müssen wir halt erstmal schauen, dass wir irgendwie so über die Runden kommen. So, hier nochmal nachlegen mit dem Punching Ball. Dass wir hier nochmal ein klein wenig was rausholen. Jawohl, Tageswechsel. 174 trainiert, 126 verloren. So viel Verlust einfach nur. So viel Training für umsonst. So viel Schweiß für umsonst. Ach, ein bisschen ärgerlich. Aber bleibt ja uns nichts anderes übrig. Wir müssen dranbleiben. So, ich glaube, das wäre sogar noch gegangen. Ich habe einfach nur zu zeitig gezwitscht. Na, macht nichts. Schadet auch nicht. So, Level 14 wieder erreicht. Wunderbar, jetzt haben wir Hunger. Das macht auch nichts. Dann fahren wir ganz kurz zu Hause vorbei. Werfen uns erstmal wieder zwei Schnitzelchen hinter die Kiemen. Jawohl. Dann einen dieser Kräutertränke, dass wir sofort wieder trainieren können. Und vielleicht nochmal eine Tiefkühlpizza, dass wir das Essen auch wirklich auf 100% haben. Jawohl, sieht gut aus. So, Stadtkarte und dann nochmal zurück ins Fitnessstudio. Wir werden den Übungskampf mal nebenbei machen. Jawohl, zahlen wir die 20 Dollar, ist kein Problem. Mal sehen, ob wir ihn nochmal hinlegen dürfen. Und ich bin gespannt, wie oft wir diesen Übungskampf noch machen können. Weil irgendwann muss ja da auch Grenze sein, oder? Denke ich zumindest. So, gib ihm ordentlich. Gib ihm Saures. Vermöbel ihm. Zeig ihm, wer hier der Chef ist im Ring. Guck mal, aber wir ziehen wieder ordentlich ab. Noch nicht ganz so gut, glaube ich, wie in im letzten Kampf. Obwohl, ja doch. Sieht gut aus. Kommt noch einmal. Ja, definitiv besser als im letzten Kampf sogar. Hat er nur noch 19 Punkte nach der ersten Runde. Ist also gar kein Problem. So, dann nochmal nachlegen. Und jetzt liegt er gleich. Komm, einmal noch. Jawohl, sehr schön. Haben wir gewonnen. Perfekt. Kriegen wir wieder 3 Talentpunkte. Und die müssen wir natürlich mitnehmen. Die brauchen wir. So, Eintrittsgeld zahlen wir natürlich. Das ist klar. Und ich weiß gar nicht, wo wir uns aufgehört hatten mit dem Training. Aber wir werden das hier mal angehen. Erstmal Springseil. Gut. Der nächste Kampf müsste morgen sein. Wir haben den 102. Tag. Und ich denke mal, wir werden uns dann demnächst, wie gesagt, wieder anmelden für die Profiliga. Das sollte irgendwie drin sein. So, lass mal umzwitschen auf den Punching Ball. Ich hoffe, der ist wieder. Jawohl, das funktioniert. Level 15 ist das angestrebte Ziel, das Selbsterklärte. Und natürlich auch so hoch erstmal, also das vorhergehende Ziel noch so hoch zu trainieren, dass wir nicht mehr unter Level 14 runterfallen. Wobei es jetzt aktuell ganz nett aussieht. Ich bin mir nicht sicher, ob das effektiv sein würde, wenn wir hier nur zwischen diesen Geräten wechseln. Dass wir Ausdauer, Geschick und ja, beides zusammen trainieren dann bei dem Fall. Bin ich mir nicht sicher, ob das reicht zum Regenerieren. So, wir fallen nicht mehr unter Level 14, das ist gut. So, der nächste Kampf ist heute auch schon. Wir werden trotzdem noch weiter trainieren. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Und müssen dann gleich wechseln, genau. Switchen auf das Springseil. Trainieren darüber beides. Bin mir nicht sicher, ob wir das vielleicht nicht sogar schaffen könnten, dass wir das heute auf Level 10 kriegen. Weil es eng wird. Und notwendig ist es eigentlich auch nicht. So, nicht mehr effektiv. Und dann bitte hier hin. Jawohl, das ist wieder effektiv, aber ich glaube nicht allzu lange. Ich glaube, wir stellen uns dann gleich nochmal an den Sandsack ran als Alternative. Wobei, es geht eigentlich. Sieht ganz gut aus.
Sieht wirklich gut aus. Gut, dann switchen wir wahrscheinlich doch direkt dann aufs Laufband über. Ja, wunderbar, das läuft. Okay, umswitchen. Und nochmal eine Runde laufen gehen. Ja, nee, schaffen wir nicht auf Level 10 vor Tagesende. Wir müssen gleich zum Kampf gehen. Warten aber noch, bis wir Hunger haben. Jawohl, okay, es ist der Fall. So, dann lass in den Kampf stürzen. Gegen 3-12-5. Ja, auch nicht von schlechten Eltern, aber wir sind hoffentlich besser. So, leg los. Alter. Nein. Junge, was machst du? Verteidige dich. Kassiert er hier erstmal ordentlich. Ich glaube, es hackt. Kann doch nicht angehen. Nein. Der macht uns platt, Leute. Ja, es gibt halt auch, glaube ich, Kämpfe, wo man einfach nur Pech hat, oder? So, aber jetzt sind wir mal dran mit Austeilen. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir es ja doch irgendwie hin. So, zweite Runde. Ja, das ist also vom Balken her sieht es etwas ausgewogen aus. Ich glaube, den sein Balken ist ein bisschen leerer als unser. Ausdauermäßig sieht es für uns definitiv besser aus. Von daher scheint erstmal ganz gut zu sein. Was ist das denn? Techniken nachahmen. Du wirfst den erlittenen Schaden zu Beginn der Angriffsphase auf deinen Gegner zurück. Oh, okay. Interessant. So, aber ich glaube, wir haben die Wende geschafft. Genau, wir legen ihn mehrfach hin. Sehr schön. Und jetzt nochmal einen Treffer hinterher setzen. Und da ist er weg. Sehr gut. Hätte mich auch gewundert, wenn wir das nicht geschafft hätten. So, wieder $200. Wohin mit dem ganzen Geld? Okay. Gut, auf jeden Fall brauchen wir wieder Mampfen. Fahren wir mit dem Bus hin natürlich. Jawohl. Grüß dich, Apo. Rück mal ein paar Schnitzelchen rüber. Jawohl. Und dann nochmal ein paar Energy Drinks. Und Tiefkühlpizza tun wir auch nochmal nachfüllen. So, sollte passen. So, dann nach Hause natürlich. Ich würde fast denken, erstmal die Energy Drinks uns reinpfeffern, oder? Mal gucken, wie viel das ergibt. Ja, einer auf jeden Fall noch. Ja, okay, das sollte passen. Und dann hier nochmal ein Schnitzelchen, definitiv. Vielleicht sogar noch ein zweites, genau. Das sollte dann klar gehen. Sehr gut. So, da wären wir wieder auf dem aktuellen Stand. Wir könnten nochmal direkt beim Supermarkt vorbeifahren, machen wir auch. Dass wir nochmal direkt nachkaufen. So, zwei Schnitzelchen und Energy Drinks hätte ich auch gerne. Oh, jetzt müssen wir aufs Geld achten. Den einen könnten wir uns noch leisten. Das Problem ist, jetzt können wir keinen Übungskampf mehr machen, weil wir die Kohle fürs Fitnessstudio brauchen. Ja, macht auch nichts. Machen wir dann halt den nächsten Tag, passt schon. So, $10 zahlen wir natürlich gerne, ohne Probleme. Wie sieht's aus? In 3 Tagen ist erst der nächste Kampf. Dann verdienen wir jetzt 3 Tage kein Geld. Das müssen wir auch berücksichtigen. Scheiße, da müssen wir doch mal arbeiten gehen. Gut, egal wie. Erstmal Punching Ball. Ich glaube, wir sollten uns anmelden. Ja, okay, ist nicht mehr effektiv. Lass es switchen. Wir sollten uns definitiv anmelden für die Liga, für die Profiliga. Weil ich glaube, wir kriegen das jetzt auch hin, dass wir es innerhalb einer gewissen Zeit hier hochtrainieren. So, das werden wir nochmal nachtrainieren. Ich würde... Ja, nee, wir warten das Training erstmal ab. Wir haben jetzt $10 dafür bezahlt. Wir müssen halt auf unsere Kohle gerade achten. Ich würde danach aber gerne nochmal zu Mick fahren, dass wir ihm halt Bescheid geben können. So, Laufbahntraining. Jetzt sollten wir es auf Level 10 hier hochbekommen. Guck mal, das wird... Das kriegen wir heute hin, glaube ich sogar. Oder auch nicht. Mensch, da ist nicht mehr effektiv. Gut, dann halt Sprungseil. Notfalls müssen wir auch mal uns hier dran stellen. Wenn die Abstände jetzt zu kurz sein sollten, dass sich die Sachen regenerieren können. Das trainiert hier, glaube ich, auch alles. Gut, wunderbar. Na komm, ein bisschen noch. Okay, nicht mehr effektiv. Dann bitte hier den Reifen mal etwas bearbeiten, malträtieren. Sehr schön. Und immer schön dranbleiben auch. Gut. Level 15 wird happig. Bei Geschick. Das wird wirklich happig. Wir müssen eigentlich schon wieder switchen. Genau, war auch nicht mehr effektiv. Wunderbar. Genau den richtigen Moment abgepasst. Aber Level 15 wäre schon geil. Und hier Level 10 natürlich auch. Bin mal gespannt auf die Auswertung, wie viel wir verlieren und wie viel wir gewinnen. Okay, wir machen ein bisschen mehr Gewinn als Verlust, aber kann man auch unter Ulk verbuchen eigentlich.
Okay. So, und dann umzwitschen. Sandsack. Wunderbar. Das wird wirklich eine Herausforderung werden, hier geschickt auf Level 15 hochzubekommen. Aber es ist notwendig. Wir brauchen es. So, wir müssen nach Hause. Und jetzt diesmal sogar laufen, weil wir keine Kohle mehr haben sonst, um nochmal ins Fitnessstudio reingelassen zu werden. So, erstmal Schnitzelchen. 2 Stück. Energy Drinks. Nehmen auch ein paar zu uns. Na, wahrscheinlich noch einer. Okay. Und noch einer. Gut, sollte passen. Sehr gut. Ja, wir müssen trainieren. Wir müssen uns das leisten, hier nochmal ins Fitnessstudio zu gehen. Und Betonung liegt auf Gehen. Ach ja, warte mal, wir wollten bei Mick nochmal vorbeischauen. Genau, das ist hier. Micks Büro. Fahren wir mal, oder laufen wir mal ganz kurz hin. Und dann bitte nochmal kurz quatschen. Teile dein Wissen mit mir. Ja, fragen wir mal. Wenn du nichts zu sagen... Ah ja, okay. Frage nach dem Playoff. Frage nach Hörgerät. Mick, hast du ein Hörgerät? Ich mag zwar alt sein, aber hören kann ich noch ganz gut. Okay, Mick hat auch keins. Frage nach dem Playoff. Ja, yep. Los geht's. Na wunderbar. Da sind wir angemeldet. Der Kampf für Ultimate Fights ist morgen. Das Playoff ist in 2 Tagen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. So, wir müssen ins Fitnessstudio. Und direkt hier rein. Genau, $10. So, wir brauchen Ausdauer. Wir gehen zuerst ans Laufband. Da hätte ich gern dieses Level 10. Denn mit Ausdauer lässt sich besser leben, glaube ich. Also, da können wir zumindest andere Werte auch oder Skills noch mit reinnehmen beim Kampf, wenn wir ausdauermäßig nicht solche großen Probleme haben wie bisher. Deswegen ist das, glaube ich, fast das Wichtigere gerade. Aber trotzdem werden wir auch das hier trainieren, denn da müssen wir halt genauso dran bleiben. Aber das werden wir nicht schaffen auf Level 15. Da wird die Zeit zu knapp, zumal wir halt auch enorme Verluste einfach hinnehmen müssen beim Tageswechsel. Gut. Ja, wir müssen gleich nochmal die Ausdauer nachtrainieren, weil die wird gleich unter den 10 fallen, sage ich doch, genau. So, 158 gewonnen, 126 verloren, das ist so deprimierend eigentlich. Ja, mach nochmal. Okay, wir müssen ein Gerät switchen. Stell dich an den Sandsack, ja, ist in Ordnung. Komm, Level 10 ja zumindest nochmal. Wir gehen danach auch direkt ans Springseil ran. So, okay, wir nähern uns Level 10, wunderbar. Wir switchen um aufs Springseil und holen nochmal das Beste raus und können uns dann eigentlich direkt für den Kampf schon mal bereit machen. Werden wir dann auch gleich. So, komm, gib's ihm, ja. Level 10 hätte ich gern, wirklich. Gib alles. Hau raus, die Scheiße. Okay, darüber soll es nicht sein, aber vielleicht übers Laufband nochmal. Sehr schön, und da haben wir Level 10 erreicht. Perfekt. Und das trainieren wir jetzt auch noch ein klein wenig aus, zumindest. Dass wir dort etwas besser aufgestellt sind. Jawohl, sieht gut aus. So, dann lass es hier nochmal den Punching Ball machen, solange wir noch können. Wunderbar, dass wir auch da den Wertverlust halt schon mal ein bisschen vorbereitet haben. Okay, wir brechen ab und stürzen uns in den Kampf hinein. 240 von 300 Punkten haben wir schon bei der Liga. 11, 5, 8. Der wird Hammer Ausdauerprobleme haben. Ja, gucken wir mal. Kann der Angriffe aussetzen? Ich glaube, ja genau, der kann Angriffe überspringen. Ich weiß nur nicht, ob ihm das wirklich was nützen wird. Das müssen wir mal schauen. Dadurch, dass wir halt so gut ausweichen können, haut er sich im Endeffekt selber auf die Fresse. Genau. Und da er eine relativ hohe Stärke hat, umso mehr sogar noch, denke ich. Jawohl, guck mal, das sieht sehr gut aus. Zweite Runde und vielleicht liegt er diese Runde schon. Könnte drin sein. Wäre möglich. Komm, leg ihn auf die Matte. Jawohl. Und dann bitte gleich nochmal. Dann, ich glaube, das wird doch diese Runde werden, oder? Komm, teil nochmal ordentlich aus. Ja, es wird knapp. Einmal noch, komm. Ja, und da haben wir es gewonnen. In der zweiten Runde flachgelegt. Sehr gut. Punktänderung 15, 270, 10. Alles gut. Wir können neue Talentpunkte verteilen. So, dann war hier, glaube ich, was ganz Wichtiges. Demoralisieren, genau. Der von deinem Gegner verursachte Schaden wird um 20% reduziert. Das ist heftig. Richtig heftig.
Okay, so, das haben wir schon mal. Dann denke ich mal ab zu Apu. Da können wir wieder mit dem Bus fahren jetzt. Das ist jetzt kein Problem mehr. Dann decken wir uns hier nochmal schnitzelmäßig ein. Jawohl, zwei Stück. Und hier nochmal nachkaufen. So, sollte passen. Dann müssen wir theoretisch in die Muckibude. Wobei können wir später auch noch machen. Wir fahren erstmal mit dem Bus. Genau. Pfeffern uns hier die Schnitzelchen rein. Und vielleicht auch nochmal ein, zwei Energy Drinks. Da kommt einer noch. Jawohl, das sollte dann ausreichen, glaube ich. Genau, dann werden wir in die Muckibude fahren. Mit dem Bus natürlich. Und werden hier nochmal gegen Silver kämpfen. Übungskampf. Okay. Gönnen wir uns. Ich hoffe, das hat irgendwann sein Ende. Oder nicht, dass wir hier beliebig viele Übungskämpfe machen können. Ich weiß es nicht. Aber wir zahlen halt schließlich auch immer wieder $20 dafür. Tja, müssen wir mal schauen. Und ich sehe gerade, wir nehmen schon wieder recht lange auf. Ich werde gleich mal nach dem Kampf dann die Folge beenden, aber das schauen wir uns noch an. Das kriegen wir hin. Und ich hoffe, wir können uns dann noch vorbereiten für den Kampf morgen, dass wir uns nochmal ein bisschen ja, ins Training stürzen. So, er liegt auf jeden Fall gleich. Es war diesmal, glaube ich, nicht ganz so gut wie die letzten zwei Kämpfe. Aber er wird trotzdem, denke ich, diese Runde hingelegt werden. Das sollte drin sein. Jawohl, guck mal, da liegt er. Und noch einmal nachsetzen. Wunderbar, Kampf gewonnen. Läuft perfekt. Sehr schön. Okay, das hätten wir. Ja, Leute, dann würde ich mich an der Stelle erstmal von euch verabschieden. Bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mögt, morgen wieder mit einschalten, wenn es heißt Let's Play Punch Club. Bis dahin. Ciao, ciao.